Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Da springt man aus dem Bett mit der Vorfreude darauf, so richtig schön abzulästern über die Parallelen zwischen der als Hochzeit getarnten Karnevalsveranstaltung in London und dem als Nichtscheidung getarnten Kasperletheater von SPD und Sarrazin. Hier Tiefe des Dekolletés von Pippa, da Tiefe des Niveaus von Papa, hier Länge des Kusses der Frischvermählten, da Kürze des Händedrucks der für immer aneinander Geketteten, hier die Einfalt der Royalisten, doch die Verschlagenheit der Reaktionäre. Man hat die Glosse quasi schon vor Augen und dann krönen die Amerikaner die königliche Hochzeit noch mit einem Todesfall. Osama bin Laden, die Verkörperung des Bösen, der Teufel persönlich ist tot. Was soll man dazu sagen? Meine Kanzlerin weiß Rat. Angela Merkel ist erleichtert, sagt sie. So erleichtert möchte ich es auch mal haben. Viele sind nicht nur erleichtert, sie erleichtern sich geradezu. In den USA jubeln Menschen freudentrunken und fahnenschwenkend in den Straßen, als wären sie Fans von Borussia Dortmund. Mich erleichtert es überhaupt nicht, dass die gezielte Tötung eines mit dem Titel Drecksack ohne Frage noch gut bedienten Terroristen offensichtlich die gleichen Gefühle auslöst wie der Gewinn einer deutschen Fußballmeisterschaft. Es nährt meine Zweifel an den Errungenschaften von Zivilisation und Aufklärung genauso, wenn im 21. Jahrhundert Milliarden von Menschen begeistert und voll Rührung zusehen, wenn für Unsummen ein antiquiertes Hofzeremoniell inszeniert wird, wie wenn von einem Sieg der Gerechtigkeit geschwärmt wird, angesichts einer billigen Vergeltung, getreu dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das eine ist Mittelalter, das andere Altes Testament, also vorchristlich. Wie weit zurück will diese Menschheit noch? Aber wenn ich begreifen kann, dass 1-Euro-Jobs und Minilöhne moderne, also zeitgemäße Formen der Sklavenhaltung sind, hat mit all dem wohl keine Probleme. Jetzt sagen manche, ja, wir wissen, weder die Traumhochzeit noch die Tötung Bin Ladens lösen irgendein Problem auf der Welt. Aber wenigstens fühlen sich viele Menschen kurzfristig ein bisschen besser. Mag ja sein, aber so ein wohliges Gefühl könnten die meisten mit 10 Flaschen Bier billiger herstellen. Doch nicht nur das auf Spiele fixierte Fußvolk jubelt, auch die Brötchengeber feiern. Der Tod des Fürsten der Finsternis löste weltweit ein Kursfeuerwerk an den Börsen aus, weil die Experten Geld in Aktien investieren. Wer da nach dem nächsten Terroranschlag da wieder alles erleichtert wird, will ich gar nicht wissen. Bis neulich.